natürlich dann diese tollen Uhren, Dinge versteigern für einen guten Zweck. Und diesmal geht das Ganze an das Kinderhospiz Sternbrücke. Ja, ich freue mich auf Herr Genk, meine lieben Freunde, er ist Vorstand. Ganz kurz zur Sternbrücke was sagen. Ja. Die Sternbrücke ist eine Einrichtung für Kinder mit begrenzter Lebenserwartung. Das heißt, wir begleiten unheilbar erkrankte Kinder zusammen mit den Eltern und den Geschwistern auf dem letzten Lebensweg. Und die meisten Menschen denken immer, sind krebserkrankte Kinder, aber der überwiegende Teil sind eben stoffwechselerkrankte, neurodegenerativ erkrankte Kinder. Und bei all diesen Erkrankungen ist es so, dass es einen sehr langen Weg dauert zwischen der Diagnose und dass das Kind verstirbt. Und als wir angefangen haben vor 20 Jahren und wir das ins Leben gerufen haben hier in Hamburg, haben wir uns gewundert, was ist eigentlich passiert? Wir haben es nur mit alleinerziehenden Müttern zu tun. Das ist so unfassbar belastend, diese Kinder zu pflegen, dass wenn diese Familie nicht früher eine Entlastung kriegt, die eigentlich gar nicht als gesamte Familie am Lebensende ihres Kindes ankommt. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen zwischendurch auch diese Familien entlasten. Das heißt also, wir nehmen die gesamte Familie auf, pflegen das erkrankte Kind. Die Eltern haben endlich mal wieder Zeit füreinander. Denn das alles, was wir hier heute Abend machen, zusammen irgendwie zum Fußball gehen, was essen gehen, können die nicht, weil die 24/7 ihr Kind fehlen. Und auch vor allen Dingen, dass die Geschwister auch mal wieder überhaupt eine Chance haben, sich mit anderen Geschwisterkindern auszutauschen, weil in der Schule können sie mit denen nicht darüber reden, dass sie einen kranken Bruder oder eine kranke Schwester haben. Es gibt kein Verständnis dafür. Und natürlich sind wir in der allerletzten Lebensphase für die Familie da. Und warum braucht Spenden? Ganz kurz, ganz knapp noch. Spenden braucht man deswegen, weil die Krankenkassen zahlen nur für das erkrankte Kind. Alles das, was für die Eltern da notwendig ist, eine psychologische Unterstützung, dass die Unabhängigkeit ihrer finanziellen Situation überhaupt aufgenommen werden kann, dass es eine Betreuung der Geschwisterkinder gibt und vor allen Dingen, dass es eine Trauerbegleitung nach dem Tod des Kindes gibt, weil das ist wichtig, dass die auch noch ein Stück weiter begleitet werden. Dazu brauchen wir Spenden. Und ich danke nochmal euch ganz herzlich hier, Bedo, und auch dir bitte ganz herzlich nochmal dafür, für dieses grandiose Engagement hier. Und ich würde es freuen, wenn ihr heute ordentlich was mit versteigert und das irgendwas noch mit im Podcast. Schönen Dank. Der natürlich nach dem Spiel alles schmackhaft machen wird. Ja. Ja, damit ihr auch wirklich spendabel seid heute und für einen guten Zweck dann unsere Uhren oder was wir auch alles so mitgebracht haben, mit versteigern können. Oder ersteigern. Was ist Ersteiger? Ersteiger, ne? Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und ich möchte gerne noch unseren weiteren Gast Monte begrüßen. Schön, dass du da bist. Und Monte weiß Bescheid, wir haben heute einen Uhrenkoffer, wo man alles perfekt für die Reise unterbringen kann. Da machen wir ein bisschen weiter mit Taschen von Chopin. Wir haben zwei Stück und einen Gürtel. Und dann als Highlight einmal die Tag Heuer Connect. Zwei Baumer-Messier-Uhren, sogar mit Diamantbesatz und noch ein Set Johannes Brahms, das von Mont Blanc ausgegeben wurde. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich glaube, im Westfalen. Ja, ich würde mal anfangen. Also die rote Tasche. Und zwar fangen wir an mit einer Tasche von Chopin. Die ist natürlich neu und ungetragen. Genau. Und das Spannende an dieser Tasche ist, dass eigentlich ursprünglich diese Form nennt man Bolin, also Hermes hat die auch im Programm gehabt, ist mittlerweile eingestellt. Bei Hermes liegt so eine Tasche in der Regel bei 5.000, 6.000 Euro. Hier steigen wir ein bisschen günstiger an. Der Listenpreis, der hier mal angegeben war, ist der Listenpreis? Ja, ist das. 1.920 Euro. Von daher, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit 50 Euro an und arbeiten uns dann nach oben. Genau. Nur zu einer kleinen Info, all das, was hier rauskommt, dann erlöst. Also wir bekommen das, geht direkt. Und natürlich und auch mit Spendenquittungen, das heißt, falls ein Unternehmen etwas spendet, kann er das natürlich auch steuerlich geltend machen. Das muss man dann auch sagen. Und da höre ich irgendwo 50 Euro. Aus 50 Euro! 50 Euro, um dir zu rechnen. Okay, dann machen wir weiter, verdoppeln mit 100 Euro. Hören wir irgendwo 100 Euro. 100 Euro, 50 Euro zum ersten, haben wir 100 Euro. 100 Euro hängt unten drüber.
Dann sind wir bei 100 Euro. Habe ich irgendwo 150 Euro? Haben wir irgendwo 150! 150 Euro. Das kann der Mieter kriegen. 150 Euro haben wir hier zu meiner Rechten. Das heißt, die nächste höhere Stufe wären damit 200 Euro. 200 Euro, einmal hier links 200 Euro. 250 Euro, das ist geboten. Jetzt die Frage, 300 Euro. Oh, 300 Euro haben wir. Das läuft eigentlich nicht unser Kreis. Sehr gut. 300 Euro haben wir an dieser Stelle. Höre ich irgendwo wenig? 350 Euro. Frage ich nochmal. 350 Euro hier rechts. Jetzt ist das nächste höhere Gebot 400 Euro. Haben wir irgendwo 400 Euro? 400 Euro. Wir haben aktuell 350. 400 Euro hier links geboten. Der Herr mit dem Schal. 400 Euro sind geboten. Jetzt brauchen wir 450 Euro. Haben wir hier jemanden, der für diese Chopin Bolid 450 Euro zahlen möchte? 450 Euro. Haben wir irgendwo 450 Euro? Oder ist 400 Euro das höchste Gebot? 450 Euro? 450 Euro sind geboten. Jetzt wäre das nächsthöchstere 500 Euro. Nochmal zur Erinnerung: Die Tasche kostet Liste 1920 Euro. 500 Euro, okay. 500 Euro geboten. Jetzt die Frage: 550 Euro. Wer das nächsthöhere? 550 Euro. Hören wir irgendwo 550 Euro. Sonst sagen wir zum ersten 500 Euro. Zum ersten 500 Euro. Jetzt fragen wir einmal noch in die Runde zum zweiten 500 Euro. Und ist 500 Euro das höchste Gebot? Verkauf für 500 Euro. Man kann hier jedes Ziffernblatt so draufspielen und das Ganze auch mit seinem Handy verbinden. Die Uhr kostet Liste ca. 2400 Euro. Müsste 44 mm Durchmesser haben und kommt natürlich mit Box und Papieren. Kann komplett individualisiert werden. Jetzt die Frage, wir starten auch hier bei 100 Euro, was ein super Deal ist. Gerade hiermit kann man eigentlich alles messen und tracken. Hören wir irgendwo 100 Euro für die Tag Heuer Connect. 100 Euro als Start, 100 Euro sind geboten. Das heißt, das nächste höhere wären 200 Euro. Gibt es hier jemanden 200 Euro? 200 Euro hören wir hier. Dann geht es weiter. 300 Euro. 300 Euro haben wir hier. 400 Euro. Gibt es jemanden, der 400 Euro? 400 Euro sind geboten. 500 Euro? 500 Euro? 500 Euro geboten. 600 Euro. 600 Euro? 600 Euro? 600 Euro sind geboten. 700 Euro. Wir brauchen 700 Euro. Das machen wir jetzt jede Woche, oder? Jeden Monat. 19 Minuten. So. Ich kann ihn kaum tragen. So viel wiegt er. Und das ist ein wahnsinnig tolles Bild. Und das ist eine unfassbar tolle Unterstützung. Und ich kann mir eigentlich auch keinen besseren Urlaubsbeginn jetzt vorstellen, also ich nehme das nicht mit, klar, aber das ist einfach grundweg beglückend, diese Unterstützung. Also vielen herzlichen Dank an euch alle nochmal und wollen wir ein Foto noch im Stadion machen? Ja, ihr habt da irgendwie so eine, gleich nochmal irgendwie ist ein Foto. Aber erstmal das Ganze verdauen. Ja, schwerwiegend, also das hätte ich im Leben nicht gedacht. Leben. Ihr könnt eine Menge bewegen. Mit euren Händen und mit euren Herzen. Und ich glaube, das haben wir gerade alle wirklich. Ja. Wow. Toll. Wirklich toll. Das ist toll. Ja. Ja.